Hallo Welt, da sind wir wieder. Wie könnte es anders sein? Wir sind mit Curie in der Dunkelwasserbaustelle und wir gucken in dieser Folge, dass wir das Wetterwechselgeschoss irgendwo aufs Dach bringen. Noch steht es hier. Und wir sind außerhalb des Baubereichs scheinbar. Immer noch. Mal weg mit dem Kabel. Ja, und davon werden wir wohl ein paar mehr Dinger brauchen. Aber ich glaube, der Größenbalken lässt nichts mehr zu. Doch, einen Teil können wir wenigstens noch bauen. Beschussklickschalter. Und das war's. Ach, eigentlich brauchen wir das auch gar nicht. Eins reicht. Naja, egal. Denn wenn wir hierher kommen, dann kommen wir doch sicherlich sowieso aus einer Richtung. Also wir werden wohl kaum von da drüben kommen. Sind die Wetterwechselgeschosse in der Werkbank. Gärtnerin zugewiesen, schnell noch. Also, wenn wir die Wetterwechselgeschosse gleich suchen sollten, sie sind in der Werkstatt. Ja. Schade mit dem Größenbalken. Wir werden den entleeren, aber ich wollte das eigentlich nicht mehr in dieser Folge machen. Ja, das wäre spitze, wenn man das hier jetzt anbringen könnte. Hier oben und dann da eben das Wetterwechselgeschoss, den Auslöser. Draufpacken. Ja, wir kriegen den bestimmt auch anders dorthin gestellt, aber das sieht dann nicht so gut aus, glaube ich. Oder? Bekommen wir gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Oh, das Loch. Ach hier. Oh, wunderbar. Ja, und das reicht doch. Den bauen wir gleich daneben. Und dann braucht das Ganze nur noch Energie. Also der Klickschalter natürlich. Okay, jetzt kann nichts mehr gebaut werden. Aber Kabel können wir doch noch ziehen, oder? Ich bin mir sicher, wir können noch Kabel ziehen, ja. Kabel. Ich wollte rückwärts die Treppe runter. So.
Na, das hat ja schon mal wunderbar geklappt. Aber hier. Wo ist denn deine Ecke? Habt ihr das? Oh. Ja, das geht. Da könnt ihr ein paar Zöpfe oder sowas aufhängen, was ihr da so als Friseur alles braucht. Haarteile. Das können wir eher von außen dann verbinden. Oh nein. Siedler! Ihr steht alle im Weg. Ah, oh, das ist ja gar nicht schön. Aber Hauptsache, es funktioniert. Gut, dass man auch nicht aufpassen muss, ob man, wie man das verkabelt. Nicht, dass es hier einen Kurzschluss gibt oder so. Oh, das wird wohl außerhalb sein. Nee, da haben wir gar nichts, oder? Haben wir das durch den Boden bekommen? Nee. Hier nicht. Auf dieser Etage ist das hier. Ja, leider. Bei den alten Teilen kommt das hier nicht durch. Ja, dann ergibt das hier oben ja gar keinen Sinn mit dem Teil da. Hm. Schade. Und das da kommt ja auch unten raus. Das ergibt ja auch nicht so viel Sinn. Es sei denn, wir können da von außen Strom anschließen. Das lassen wir erstmal. Hm. Ah, tatsächlich, da ist nur schwer dran zu kommen. Ja, brauchen wir denn dieses Teil überhaupt? Erstmal lassen wir es da. Aber da geht doch was in die Ecke hier. Ach so, das geht schon da runter, okay. Hm. Was ist denn hier? Achso, da ist keine Tür. So, ein bisschen hoch. Scrollen und... Boah, das passt doch. So, dann brauchen wir dieses Teil nämlich tatsächlich nicht mehr. Aha. Da, wir haben Licht.
da drin sollten wir jetzt auch Licht haben. Wer schubst denn da schon wieder? Ein weiterer Tag an deiner Seite. Oh, Curry, und an deiner Seite erst. Komm schon. Ich fühle mich wunderbar erholt. Oh, Curry, das ist wunderbar. Ja, lieber öfter speichern. Irgendwie ruckelt's grad. Vielleicht, weil der Größenbalken so voll ist. Es bleibt öfter stehen jetzt. Ja, da haben wir wieder, wenn man das außen verbinden kann, da braucht man ja drinnen die Verbindung nicht mehr. Viel zu großzügig sind wir umgegangen mit den Bauteilen. Die könnten wir jetzt alle wieder abbauen. Und dann verbinden wir das lieber außen. Nein, die meinte ich nicht. Wo ist denn das Bauteil? Oh Mann, oh Mann. Dunkelwasserbaustelle ist aber echt, echt eine Herausforderung. Genau das hier meinte ich. Das können wir eigentlich herausziehen hier. Ja, und es leuchtet immer noch. Hier hatten wir doch schon Energie, oder? Noch nicht. Noch nicht ganz. Mal sehen, wo wir nachher Energie abzwacken können. Ja, das muss, glaube ich, so bleiben. Da haben wir nur dieses dort an der Seite. Ja, und hier müsste das an dieser Seite sein, ja, an der Treppenseite. Ja, ihr dürft auch selbst verkabeln, Siedler. Obwohl, wer weiß, wie die das verkabeln würden. Ach so, haben wir das unten? Haben wir da irgendwas verbunden? Ja, ich glaube, das ist hier in unserem Sicherheitsbereich da. Ja, da ist es. Eine echte Herausforderung mit den ganzen Siedlern, die hier die ganze Zeit vor den Füßen rumkriechen. Und hier
Da müssen wir, glaube ich, von oben Energie holen. Sollte dann nicht hier auch irgendwo Energie durchkommen, oben? Ach, Moment, hier drüben ist Energie. Ja, das wird jetzt aber ein bisschen weit. Wenn wir das darüber ziehen wollen würden, wenn das auch noch gut aussehen soll, einigermaßen, dann wird es schwierig. Also, wir könnten... Wo ist denn hier das Lämpchen? Da. Ja, das führt auch nach unten. Also wir könnten eventuell... Das ist außerhalb, oder? So halbwegs im Fenster. Wir müssten von oben. Wir könnten von oben Energie holen. Von hier irgendwie. Aber wo führen wir es hin? Hier runter, dann ist es auch außerhalb. Ja, oder? Von der Seite außerhalb? Ja, muss dann wohl. Also hier. Oh. Da kommen wir auch nicht dran. Oh Mann. Ja. Ach so. Ha. Praktisch. Zack. Oh, kein Licht da drin. Ja, das muss erstmal hier verbunden werden dann. Da drunter ist Licht. Und scheinbar hat die Klinik auch schon Saft. Und das Gebäude hier auf jeden Fall. Hat sogar oben schon Energie. Das müsste direkt hier dann durch. Damit werden die Probleme gelöst, denke ich. Oder? Haben wir denn da keinen Leitungsknotenpunkt, der nach unten führt hier? Ja doch. Ach, der kommt dann unten bei dem Sicherheitsschalter raus. Oder? Müsste eigentlich. Also hier dann. Ach, das Brahmin. Ich dachte, hier leuchtet schon irgendwas. Das Brahmin hat geleuchtet. Okay, wir waren nicht in der Lage, in dieser Folge alles fertig zu kriegen. Aber dafür in der nächsten. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für... Müssen wir wirklich aufstehen? Was? Und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Bleibt gesund, bleibt munter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.